Oh Gott, wie süß! Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, schaut mal her, was für eine süße, kleine, tütenförmige Verpackung. Das hier ist das Fire 7, eines der Amazon-Tablets aus der Fire-Serie. Es gibt ja das Fire 7, das Fire HD 8 und das Fire HD 10. Das ist der große Bruder hier. Den habe ich bereits hier ausgepackt und bin den fleißig am Testen. Und jetzt haben wir uns hier noch so ein Fire 7 geholt in der 16-GB-Variante. Das kostet ganz normaler Preis 55 Euro auf Amazon für die 16 GB. Und da bin ich echt mal gespannt, ja, was das Ding hier so abliefert. Für diesen, muss man ja sagen, absoluten Kampfpreis. 55 Euro. Mega. Und dann mit Rabatten und zu den gewissen Aktionstagen geht es dann sogar noch günstiger. Also wir haben ein 7 Zoll Display mit einer Auflösung von 1420x600. Eine MicroSD-Karte kann eingelegt werden mit bis zu 512 GB, also mit Speichererweiterung, Quad-Core-Prozessor, Dual-Band, Wi-Fi und Front- und Rückkameras. Wobei, das kann ich schon hier von meinem Test aus dem 10er, von dem 10er sagen. Kameras, oh, die kannst du vergessen. Also die sind zwar da, die machen auch Fotos und sowas, aber schön ist anders. So, aber wir packen hier direkt mal aus. Die Amazon Fire Erfahrung. Einmal Tüte aufreißen und dann haben wir hier die Lasche und können mal hier das Ganze, ach Gott, ist das niedlich, und können das Teil rausziehen und dann ist unsere kleine Wundertüte auch schon leer und kann zur Seite. So. Wir legen mal weiter los hier mit dem, ach Gott, das ist aber wirklich süß. Das ist ganz knuffig. So, also das aber erstmal zur Seite. So sieht der restliche Packungsinhalt aus. Ich mache ganz flott, Freunde, da ist ja nicht allzu viel Überraschendes dabei. Wir haben hier einmal das Ladekabel und das finde ich aber schade. Das hier ist noch ein Micro-USB-Kabel, also USB auf Micro-USB. Und beim Fire HD 10, beim 8er weiß ich es gar nicht genau, da ist alles mit, hier kann man das nämlich sehen, ja, mit USB Typ C, und das hier ist noch der alte Micro-USB Standard. Naja, kein Dealbreaker, aber für den Preis kann man wohl damit leben, aber trotzdem, ich finde es schade. Dann haben wir hier unser Amazon Netzsteckerchen mit einem Output von 5 Watt, also auch nichts großartig, na, bleibt da liegen, Berauschendes, und dann noch ein bisschen Literatur, so eine kleine Kurzeinführung, wo sind die Knöpfe, wo ist die Kamera, wie mache ich lauter, leiser und so weiter. Und dann gibt es hier noch die Garantiebestimmungen. So, das war dann schon der Packungsinhalt und hier haben wir das kleine Fire-Tablet. Natürlich erstmal hier rausnehmen. Ich habe hier wieder die schwarze Variante. Das Ganze gibt es auch noch in Weiß und in Blau, genau wie bei den größeren Brüdern. Aber ich habe hier ganz klassisch mich für die schwarze entschieden. So, also dort haben wir einmal den Aufdruck auf der Rückseite. Nichts Großartiges. Das Amazon-Lächel-Logo, so nenne ich es einfach mal, hat auch hier der große Bruder. Hier kann man übrigens schön sehen, ja, wie das dann nach einer längeren Benutzung aussieht. Also man kann hier Fingerabdrücke schon ganz gut erkennen, auf jeden Fall auf der schwarzen. Und so sieht es aus, wenn es nagelneu ist. Schauen wir mal kurz auf die Vorderseite. Auch nochmal, da könnt ihr mich auch mal sehen, hallo, den Vergleich hier von 7 Zoll zu 10 Zoll und zu, ja, noch quasi unbenutzt zu, ja, da waren schon meine Fingerchen ein bisschen drauf. Also Fingerabdrücke werden hier bestens eingesammelt. Wer die sammeln will, der ist hier gut dabei. Wir haben natürlich einen netten Formfaktor. Ich glaube, das ist so 16 zu 9 um den Dreh rum. Ich mache direkt mal das Gerät an. Dann haben wir hier vorne die Frontkamera. Relativ breite Ränder hier an den Seiten oder je nachdem, wie man zählt, oben und unten. Und hier an den Seiten, da sind die ein bisschen kleiner. Der Kleine bootet jetzt schon mal hoch. Und wir schauen noch mal rum. Es ist fast alles auf einer Seite. Also hier haben wir den Power-Button, Micro-USB-Anschluss, Mikrofon, 3,5 mm Klinkenanschluss und die lauter und leise Wippe oder die einzelnen Tasten, um lauter und leiser zu machen. Dann haben wir hier einen, ach, das ist auch nochmal ein Unterschied, also nur einen Lautsprecher, kein Stereo wie bei dem großen Bruder. Der hat ja hier, ich weiß nicht, ob man es gut, doch, hier kann man es sehen, einmal hier einen Lautsprecher beim HD 10 und bei dem 7er haben wir dann eben nur einen Lautsprecher, auf den bin ich gespannt. Dann wieder eine Seite mit gar nichts und eine Seite, wo dann hier unten drunter nur noch die Erweiterung oder der Erweiterungsslot für die MicroSD-Karte ist. So, ja, und da sind wir auch schon durch. Da hinten ist dann noch die Rückkamera. Und so sieht das Ganze dann aus. Jetzt könnten wir das natürlich mal noch flott einrichten, aber das überspringe ich. Wer wissen will, wie der Einrichtungsprozess hier bei den Fire Tablets funktioniert, dem empfehle ich hier mein Video zum Fire HD 7. Da habe ich nämlich, Quatsch, HD 7, HD 10. Da habe ich nämlich beim Unboxing auch direkt
das Einrichtungsvideo mit drangehängt und da kann man mal sehen, wie der ganze Prozess ist. So der erste Blick. Es ist schön klein und handlich, also ich kann es hier wunderbar in einer Hand halten. Der Formfaktor ist nett, natürlich bei dem kleinen Display wirken hier, finde ich, die Ränder ja gerade noch mal ein bisschen größer, aber für 55 Euro will ich da gar nicht großartig rummeckern. Wenn die Performance da auch noch einigermaßen stimmt, dann ist das in Ordnung. Denn der Anwendungsbereich hier bei uns, meine Freundin will da ihre Farmspiele drauf spielen, ihr, keine Ahnung, Heyday oder irgendwas, so in die Richtung. Und da soll es einfach noch was Günstiges sein, was man sich mal so neben das Bett legen kann. Und aber ein bisschen größer eben wie das normale Telefon, das iPhone, das da genutzt wird. So. Oh, schaut mal her, hier wird schon direkt eine Software aktualisiert. Also ich habe das wohl schon gekoppelt. Das ist auch so eine Besonderheit. Ihr könnt direkt beim Bestellen schon das Ganze mit eurem Amazon-Konto koppeln. Dann kommt das quasi schon auf euch eingerichtet zu euch. Und wenn ihr eure WLAN-Passwörter gespeichert habt, dann ist das direkt schon hier mit integriert. Deswegen ist er bei mir hier schon fleißig am Laden, da er schon mit dem WLAN verbunden ist. Ja, also nette Sache, Freunde. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die Performance hier ist mit dem Prozessor und was man so bekommt für 55, ich sag's immer wieder, 55 Euro, absoluter Kampfpreis. Ich bin so ein kurzes Vorfazit hier mit dem HD10 auch für den Preis eigentlich ziemlich zufrieden. Es hat viele Stärken, natürlich auch einige Schwachpunkte und ich bin gespannt, ob sich das so auch hier widerspiegelt. Das Einzige, was mir hier echt ein bisschen Bedenken macht, ist der eine Monolautsprecher. Aber wir lassen uns überraschen. Das soll es erst einmal gewesen sein, Freunde. Wenn ihr auch Interesse hier an sowas habt, ich verlinke euch die ganzen Fire Tablets hier unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Die verschiedenen Farben, Speichergrößen, Preise und ob es eine Aktion gibt und so weiter und so fort. So, das war's. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.